Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Diese Worte vom Apostel Paulus finde ich sehr anregend, es ist ein sehr anregender Abschnitt. Paulus ermutigt uns, ein Leben zu führen, das unseren christlichen Werten und Überzeugungen entspricht, dass wir authentisch leben, dass das, was wir glauben, im Tun auch für andere sichtbar wird. Und er nennt da drei Eigenschaftsworte: demütig, friedfertig und geduldig. Und ich habe mir so gedacht, das Demütigsein hat etwas damit zu tun, dass ich mich selber zurücknehmen kann. Das Friedfertig, das Bemühen um den oder die andere, um dieses Band der Einheit zu stiften. Und das Geduldigsein, dass wir diesen Prozess des Friedenmachens, unter Anführungszeichen, des in Frieden Lebens, dass wir da viel Geduld mit hineinnehmen. Auf jeden Fall sind es drei Worte, die uns daran erinnern, wie wir miteinander umgehen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, so einfach ist es auch wieder nicht. Wenn in unserem Alltag jemand uns immer wieder mit seinen oder ihren Handlungen herausfordert, wenn jemand immer wieder seinen Müll nicht trennt oder wenn immer wieder jemand zu laut Radio oder Musik oder fernschaut, muss ich das alles in Liebe ertragen? Was kann das heißen in unserem Alltag? Demütig, friedfertig und geduldig. Ich glaube nicht, dass Paulus meint, dass wir das alles stillschweigend ertragen sollen. Ich glaube, das wäre ein fauler Friede, weil in mir selber wäre dann kein Friede. Vielleicht bei der anderen Person, die es nicht merkt, aber in mir selber wäre kein Friede. Aber vielleicht meint Paulus damit, dass wir unterscheiden lernen. Es gibt Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind, die ich auch mit einer gewissen Leichtigkeit ertragen kann. Und es gibt Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sie anspreche, dass ich nach einer friedlichen Lösung für alle suchen kann und darin geduldig bleibe und was schön ist, das ist, dass uns der Heilige Geist zugesprochen ist, weil es heißt, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Der Heilige Geist, der uns hilft, diese Einheit zu schaffen und an dieser Einheit zu bauen und der uns unterstützt darin, dass wir an einem Strang ziehen.
Und ich wünsche uns für den heutigen Tag, dass wir diese Unterscheidung der Geister wahrnehmen. Wo soll ich etwas sagen? Wo kann ich, ohne selbst in Unfrieden zu leben, etwas auch ein Stück mittragen, ertragen? Und wie knüpfe ich heute dieses Band der Einheit?